Moin Moin und damit willkommen zu einem Ask Me Anything. Macht man das heute noch? Wird das noch benutzt? Sagt man das so? Ich habe ein paar Fragen bekommen, ein paar Interviewfragen und die möchte ich beantworten. Und das ist ein Projekt, was ich gemeinsam mit Prepare to Dice jetzt mache. Für euch, für Prepare to Dice auch, für meine Zuschauer, für eure Zuschauer. Und da wurden mir Fragen zugeschickt, die ich jetzt einfach mal selbst für mich beantworte. Ja, also ich führe quasi ein Interview mit mir selber, beziehungsweise lese die Interviewfragen vor, oder Interviewfragen, das ist die Fragen der Community, die lese ich einfach mal so vor und versuche die dann zu beantworten. Ich habe die im Vorfeld noch nicht gelesen, ich weiß also noch nicht, was drin steht. Ich weiß nur, dass es viele sind. Ja, falls euch das Ding gefällt und falls ihr Twitter habt, einfach mal Hashtag Explain the Dice. Schreibt aber nochmal eine Beschreibung. Und verzeiht mir, dass ich auf den zweiten Bildschirm gucke, um die Fragen vorzulesen, aber so ist das. Was mögt ihr am meisten an Pen and Paper und was vielleicht nicht so gerne? Gibt es was ich an Pen and Paper nicht mag? Also das, was mich am meisten gerade stört, ist, dass ich wohl echt viel lesen muss und ich lese gerne, aber wenn ich 10 Quellenbücher habe und Regionalbände und zu Systemen, die mich gerne interessieren, dann ist das ein bisschen viel und dann weiß ich auch nicht, wo ich anfangen soll. Ja, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich gerade habe, aber ob ich das jetzt nicht mag. Was mag ich am meisten an Pen and Paper? Dass man frei die Welt gestalten kann und sich darin bewegt. Beispielsweise, wenn ich Spieler bin, dann sagt mir die Spielleitung nicht, du kannst nicht über die Mauer klettern, weil das ist in der Engine nicht vorgesehen, sondern sie sagt, Würfel auf Klettern und die Erschwernis ist so und so groß. Und meinetwegen ist sie halt brutal schwer, aber ein Nein, man kann nicht klettern, weil es in diesem System das nicht möglich ist. Ich weiß nicht, gibt's das? Also Klettern ist jetzt ein triviales Beispiel, aber meinetwegen Fliegen wäre dann ein anderes. Ich weiß nicht, aber man ist zumindest sehr frei in seiner Entscheidung und eben auch der Spielleiter in seinen Beschreibungen. Dementsprechend finde ich das als ja, dem Computer-RPG vorzuziehen. Erlebt der Spielleiter das Abenteuer intensiver als die Spieler? Was ist eure bzw. deine Erfahrung dazu? Er erlebt es auf alle Fälle anders. Ich weiß nicht, ob es intensiver ist. Ich glaube, die Spieler erleben es intensiver. Und der Spielleiter freut sich dann diabolisch, dass sein Plan funktioniert hat. Oder aber, dass die Spieler ihn so zerrissen haben. Kann man das so sagen? Bin mir nicht ganz sicher. Sie erleben es nicht unbedingt intensiver. Einfach anders. Ja. Was ist eure Erfahrung dazu? Ich bin so selten Spieler. Also mittlerweile zumindest nicht mehr. Am Anfang natürlich eine ganze Menge. Viel Cthulhu, viel DSA gespielt und dann aus dem Schatten herausgetreten und dann viel geleitet. Mache ich aber gerne. Pen and Paper Revolution mit der fortgeschrittenen Zeit. Sind moderne Werke nicht immer besser? Sind die modernen Werke nicht immer besser? Oder es gefallen euch die neueren nicht wirklich? So nach dem Motto Old but Gold, Explain the Dice. Moderne Werke, also Regelwerke. Also die neue, die haben beide ihre Vorteile, Vorteile, Nachteile. Also dieses Oldschool, einfach nur ein W20 für alles. Das gefällt mir nicht ganz so. Das hat natürlich auch seinen Reiz, aber das wäre mir zu simpel. Ich mag aber auch Regelwerke nicht, wo ich 400, 500 Seiten lesen muss, bevor ich loslegen kann. Finde ich auch nicht so gut. Regelwerke, die auf zwei Seiten passen, sind aber auch nicht so meins. Also da muss es einfach, ist, so weiß ich nicht, Grundregeln für auf 30 bis 50 Seiten maximal. Das kann man sich merken, das kann man dann leiten, da kann man dann mal die Regeln nach und nach eben erkunden. Deswegen finde ich Einsteigerabenteuer auch ganz, ganz nett, wo dem Spielleiter dann auch an die Hand gelegt wird, was würfelst du jetzt und so funktioniert das neue System und dann werden nach und nach dann eben mehr Regeln eingeführt während des Spielens, damit man das eben nicht alles im Vorfeld entweder lesen muss oder aber erklären muss, weil die Spieler müssen es ja auch begreifen. Und wenn du dann die erstmal 2 Stunden lang mit Regeln erschlägst, nach dem Motto, du musst das lernen und das lernen und das lernen, so und jetzt nach 2 Stunden können wir endlich anfangen.
Das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Ja, ich mag die goldene Mitte, so 2000, 2010, so, da gab es sowas wie eine Indie-Welle, die hat uns aber nicht überrollt. Die hat uns nicht erschlagen. Und mittlerweile gibt es halt unglaublich viel Oldschool-neues Zeug. So diese Oldschool-Revival, das OSR, das ist ja jetzt über uns überrüber geschwappt. Und zusätzlich eben die ganzen Indie-Systeme mit ihren, ich möchte irgendwas mit Eiswürfeln machen. Wenn du eine Probe ablegen willst, dann musst du einen Eiswürfel essen. Okay. Na gut. Nächste Frage. Wie lange habt ihr eure Kampagnen jeweils im Vorfeld geplant? Von den ersten Überlegungen bis zum ersten Start. Ich habe ein Abenteuer gelesen, also das kann ich jetzt mal für DSA, glaube ich, erzählen. Wir spielen ja Bahamuts Ruf und Blutige See, haben wir schon durch, aber da habe ich ein Jahr lang, also ich habe das Abenteuer gelesen, ich habe ein Jahr vorbereitet und habe dann ein Jahr nochmal darauf hingespielt, dass wir dann zu dieser Stelle kommen. Zu dieser Stelle, die mich damals so fasziniert hatte. Also ich bin jemand, der viel im Vorfeld überlegt und plant und ich einfach sagt, okay, wir spielen morgen los, baut euch Charaktere, ich will das. Ich will, also ich mache es für mich so, dass ich im Vorfeld lange plane, damit es eben umso besser wird. Aber wie lange ich plane, ist dann eher auch abhängig davon, ob das eine Endloskampagne ist oder ob das irgendwie so eine dreiwöchige, dreimonatige Folge ist. Also auch ein bisschen davon, wie lange wir dann am Ende spielen. Muss man sich teilweise als Spielleiter bremsen, nicht zu kompliziert zu werden oder viel zu viel auszuarbeiten? Ist das wie eine kleine Sucht, Dinge zu erschaffen? Also ich bereite viel vor, ich bereite aber nicht kompliziert vor. So eine verschachtelten Logikmuster mag ich nicht so ganz gerne. Ich überlege mir einfach Szenen und springe dann von Szene zu Szene und innerhalb dieser Szene können dann meine Spieler arbeiten, wie sie mögen, können dann die Szene ausgestalten. Ich habe die einmal präsentiert ganz am Anfang und danach können sie dann in dieser Szene arbeiten, socializen, ja, ihre Charaktere ausspielen, die Welt erkunden. Aber ich glaube nicht, dass ich kompliziert denke. Ich glaube auch nicht, dass man in jedem Setting kompliziert denkt. Ich meine, wenn du so ein Krimi erschaffst, ne, dann hast du natürlich auch so das Potenzial, dass du sehr schnell abdriften kannst und Beweise irgendwo hinlegst, wo du meinst, das müssen die doch finden, und dann finden die es nicht, und dann bist du so ein bisschen, bist du so ein bisschen verzweifelt, weil die es nicht gefunden haben und weil dein Plot nicht mehr funktioniert. Aber dazu, wie man Krimis erschafft, kann ich sowieso noch mal was erzählen. Ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Video passt, aber kompliziert bin ich, glaube ich, nicht. Und ist das wie eine kleine Sucht, Dinge zu erschaffen? Nein, ist es nicht. Aber ich weiß, mein ehemaliger Spielleiter, mein allererster, der erschafft jeden einzelnen NPC, klickt den zusammen, bastelt den nach den Grundregelwerken zusammen. Und ich mache sowas nicht. Ich sage einfach, der hat die und die Werte und peng, loswürfeln. Was ist dieses Roll20, ein Würfelprogramm oder mehr? Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Das würde ich auch an dieser Stelle verlinken, oben rechts oder links. Ich glaube, hier müsste eigentlich, ja. Da wird es dann verlinkt sein, wenn euch das interessiert, was Roll20 ist. Ja, ich glaube, wenn ich das jetzt hier ausführe, wird das nochmal viel zu viel. Wie lest ihr ein Regelwerk? Von vorne an Abschnitte nur grob oder die Dinge, die ihr zu 100% nicht kennt, versteht? Die Regelwerke sind ja mittlerweile alle sehr gleich aufgebaut. Es gibt ja immer Abschnitte für die Regeln, dann wie leite ich das Spiel. Das überspringe ich eigentlich immer, weil das ist immer gleich, sage ich einfach mal. Dann gibt es ja auch noch Spielbeispiele, gerade für neue Spieler oder neue Spielleiter. So nach dem Motto, Beispiel, Tobi und Thorsten sitzen an einem Tisch und würfeln miteinander. Thorsten ist der Spielleiter und Tobi spielt den Charakter Martin. Ja. Also so eine Sachen wie Spielbeispiele, wie leitet man das Spiel, überspringe ich, weil es immer gleich ist. Mich interessieren natürlich die Regeln, die Grundregeln.
wenn dann irgendwelche langen Tabellen kommen mit das und das sind die Talente, die deine Spieler kaufen können, das überspringe ich, weil es mich nicht interessiert. Ich bin nicht der Spieler. Das sollen die sich dann durchlesen, wenn sie es dann mit Experience Points kaufen können. Deswegen, ich überspringe da auch viele Sachen. Auch sowas wie ein Monster-Handbuch innerhalb des Grundregelwerks. Also wenn da irgendwelche Monster vorgestellt werden. Ich gucke mir dann meistens nur die Namen an oder die Bilder und ganz grob die Werte, aber nicht alles, sondern einfach nur so, was kann das Vieh, ist das geil oder ist das irgendwie so ein Wolfsersatz oder so ein Ratten im Keller verkloppen Ersatz. Also ich überspringe viel und das, was ich lesen muss, das lese ich. Wie schwer ist es, seine eigenen Stärken und Schwächen im Pen and Paper zu erkennen und herauszufinden, im Charakter sowie in einem selbst? Also, ich glaube, dass man durch Pen and Paper seine Social Skills ins Unendliche treiben kann. Du kannst also unglaublich viel lernen über dich selbst, über andere, wie du mit anderen umgehst. Ich glaube, das zu erkennen, also dass du deine eigenen Stärken und Schwächen erkennst. Ja doch, also wenn du, ich sag mal, wenn du nicht offen reden kannst und du bist ein bisschen stiller, das ist ja erstmal nicht schlimm, dann könntest du vielleicht ein bisschen einmal lernen, wie du mit fremden Leuten redest, meinetwegen auf einer großen Bühne oder sowas oder vor einem Podium, wenn du vor 50 Leuten stehst, die deine Fachmeinung haben wollen, dass du dann da nicht stammelst und stockst, sondern dass du eben grob weißt, was du da tust. Dass du einfach eine Präsenz, eine Ausstrahlung hast, ne, und dich dann eben mit anderen Leuten unterhalten kannst, ohne wie ein Trottel zu wirken. Ich glaube nicht, dass du da deine... Ja, es ist eine Schwäche. Ich glaube, du kannst einfach deine Charakterzüge weiter ausbauen. Weißt du? So eher. Und der Charakter... Die Stärken und Schwächen meines Charakters erkenne ich eher an seinem Charakterblatt. Wenn da irgendwelche Vor- oder Nachteile oder Perks draufstehen, die ich ausspielen muss. Die stehen ja auf dem Papier und dann versuche ich die aus dem Papier aus umzusetzen. Das muss mal halt gelingen. Auch wenn die Frage vielleicht blöd klingt, würde ich gerne wissen, wie wichtig oder schwer ist es, den eigenen Charakter in jeder Sekunde des Pen Paper präsent und abrufbereit zu haben? Ja, ich glaube, das ist für Spieler ist das relativ einfach. Als Spielleiter musst du ja binnen Sekunden in den richtigen Charakter switchen, wenn du zwischen NPCs hin und her springst. Da musst du wesentlich, also... Es macht Spaß, Spielleiter zu sein. Richtig Spaß. Ist es schwer? Ich sage nein, es ist nicht schwer. Ihr müsst euch diesen Aufwand ja nicht machen. Müsst ihr nicht. Aber wenn ihr irgendwann fortgeschritten seid und dann zwischen den einzelnen NPCs hin und her springt und dann eben auch ihre Charakterzüge verinnerlicht habt, dann kann das schon sehr schwer sein, wenn man dann nicht nur zwischen zwei NPCs hin und her springt, sondern auch zwischen drei oder sowas. Wenn du nur eine Person spielst, ich finde, wie wichtig oder schwer ist es, den eigenen Charakter in jeder Sekunde des Pen & Papers präsent und aufbereit zu haben. Da versetze ich einfach in die Situation. Was bin ich für ein Typ? Okay, ich bin jetzt Reporter im Ersten Weltkrieg an der Front und... bin dabei, wie ein Trupp Soldaten nach vorne stürmt, um Kriegsbericht zu erstatten, muss ich einfach mitkommen. Was ist das für ein Charakter? Ja, okay, dann mach die Augen zu, versetz dich in diesen Charakter und stell dir vor, du stehst im Schützengraben. Stell dir vor, du hast diese Vorgeschichte, wie würde es dir damit gehen? Und dann versuchst du so zu handeln, so zu agieren. Ich meine, Pen and Paper ist ja auch Schauspiel, Theater, Impro-Theater, es ist ganz viel Impro-Theater. Und das kann nicht jeder, aber jeder kann es lernen. Ne? Also da, das ist nichts, was man angeboren, das ist hier nicht angeboren, das muss man lernen. Einige lernen schneller, andere eben nicht. Die brauchen ein bisschen länger, aber wenn du einen eigenen Charakter hast, den du ausgewürfelt, ausgebaut, mit Punkten gekauft hast, dann ich glaube schon, dass es möglich ist, den präsent zu haben
Einfach weil da viel Herzblut drin steckt, vielleicht weil du auch irgendwann im Laufe des Spiels Bleed entwickelt hast, also dass du deine eigenen Emotionen überträgst auf, also dass die Emotionen deines Charakters übertragen werden auf dich selbst, was vorkommt. Was genau Bleed ist, solltet ihr nochmal in unserem Wintersturm-Podcast nachhören, wenn ihr Interesse habt. Auch das verlinke ich oben oder in der Beschreibung. frostypenandpaper.de/Wintersturm. Ja. Also Rollenspiel Bleed ist echt und der kann euch auch dabei helfen, Charaktere zu spielen. Ließ euch bis jetzt etwas an euren Fähigkeiten oder Verteilung in Kampagnen zweifeln, dass ihr sagt, hätte ich das doch zuerst geskillt. Ja. Also ich habe auch schon Charaktere verskillt. Ich habe Charaktere unspielbar geskillt, sage ich einfach mal so, weil sie dann einfach anderen Charakteren hinterhergehinkt haben. Auf meinem Power-Niveau war ich einfach nicht so krass, sage ich mal, wie andere. Aber darum ging es nicht. Darum geht es nicht. Damals war das ein bisschen schade. Vielleicht auch, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Aber das war eine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Die ist, ja, kann man eigentlich. Also jede Erfahrung, die ihr macht, egal ob gut oder schlecht, bringt euch weiter. Und deswegen, ja. Ich habe an meinen Fähigkeiten bzw. an den Charakterfähigkeiten gezweifelt, weil er einfach schlecht war. Gibt es einen Rollenspieltraum, den ihr irgendwann umsetzen wollt und möchtet? Die großen Kampagnen spielen, die großen Systeme spielen. Also ich muss auf alle Fälle noch D&D 5 spielen. Fate muss ich noch ein bisschen mehr spielen. Star Wars muss ich noch ein bisschen mehr spielen. Also es gibt so ein paar Systeme, die ich gespielt haben will. Es gibt ein paar Kampagnen, die ich irgendwann gespielt haben will. Ich lehne mich gerade mal so ein bisschen nach vorne und nach hinten, wegen dem Greenscreen und dem Keyout. Mit dem Licht und meiner Beleuchtung. Ist ein bisschen blöd, tut mir leid. Also einige Leute zum Beispiel haben ja den Traum, ich will mal die G7 bei DSA gespielt haben, die Borbarat-Kampagne, die maximal nicht, mindestens 5 Jahre dauert, eher länger. Die sollte man mal gespielt haben in seinem Leben. Kann ich nachvollziehen, den Wunsch. Ich habe ihn aber nicht und ich finde die auch nicht gut. Aber jeder wie er meint. Für mich zählen andere Kampagnen dazu. Und die würde ich dann auch nicht in mal anrühren. Also ich würde kein zweites Mal eine Kampagne spielen. Dafür ist meine Zeit dann zu schade. Hashtag Explain the Dice. So, wo bin ich? Ich habe gerade runtergescrollt. Was war, ist euer Lieblingscharakter, den ihr jemals gespielt hattet habt? Oder euer Lieblingsabenteuer als Spielleiter? Lieblingsabenteuer? Goldener Schein bei DSA und Blutige See, auch wenn sie sehr lange war. Das habe ich sehr gerne geleitet. Was habe ich gerne gespielt? Oder ein Lieblingscharakter? Also mein erster Charakter, das war so ein Torvaldscher Jäger, das war ein ziemlicher Trottel. Mein erster Cthulhu-Charakter, der war auch ein bisschen an mich angelehnt. Das war ein Physiker aus Frankreich. Nee, gar nicht aus Deutschland. Ein deutscher Physiker, der nach Frankreich ausgewandert ist, weil wir kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gespielt haben. Das war ein deutscher Jude, der eben vor der Diktatur geflohen ist nach Frankreich und dort dann seine Erfahrungen gemacht hat, kurz vor dem Krieg, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Also er hat halt immer so, man hat in den Zeitungen gelesen, dass Deutschland wieder das und das umgesetzt hat. Und wir haben dann, während es in Deutschland eskalierte, haben wir in Frankreich an der Küste Cthulhu-Abenteuer gespielt. Und der Daniel Kaufmann, das war so einer meiner ersten Charaktere, neben DSA, dann mein erster Cthulhu-Charakter. Den habe ich lange gespielt, für den habe ich auch Zeitungsartikel geschrieben und Sterbeanzeigen, als er dann irgendwann draufging. Und ja, der hat mir echt Spaß gemacht. War eine coole Kampagne. Selbsterdacht. Von meinem damaligen Spielleiter. Erstellt ihr lieber Karten oder Pläne von Orten oder ladet ihr sie herunter, wenn sie vorher in den Kampagnen erhalten sind? Also ich habe
unglaublich viele Karten heruntergeladen und schaue dann, ob ich die benutzen kann. Teilweise stimme ich dann eben auch das Abenteuer so ab oder lenke es in die Richtung, dass die Karte, die ich schon runtergeladen habe, passt. Oder aber ich habe keine, dann muss ich sie halt selber zusammenbauen. Da gibt es ja auch zahlreiche Tools. Dungeon Draw oder wie die alle heißen. Oder Random Auswürfel. Dungeon geht ja auch. Da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten. Wobei es ja nicht immer Dungeons sein müssen, sondern generell Karten von Orten, von Siedlungen, von Städten, von irgendwelchen Brücken. Ja, also ich arbeite viel mit Orten, die es schon gibt, wenn ich die dann runtergeladen habe und passe dann die Kampagne so ein bisschen drauf an oder versuche das ein bisschen. Vor allem, wenn ich die Karte hübsch finde. Siehe die ganzen Donnerhauskarten. Wir würden in Zukunft gerne ein PnP in der Familie spielen. Das wäre ein Spielleiter, 5 Spieler, alle sind neu im Game. Hättet ihr eine Idee, was einfach wäre für die Größe der Gruppe? Beyond the Wall. Beyond the Wall. Das ist egal, wie viele Leute du hast. Du kannst es mit 2 bis 3 Leuten spielen. Du kannst es mit 8 Leuten spielen. Du kannst es mit Neulingen spielen oder mit Erfahrenen, aber ich finde, dass Beyond the Walls für den Einstieg perfekt. Ich spiele das auch immer auf Con-Runden und auch sehr gerne leite ich das dann. Beyond the Wall kann ich immer empfehlen. Auch wenn es Oldschool ist, wo ich vorhin drüber gemeckert ist ein hartes Wort, aber wo ich vorhin drüber gesprochen habe. Aber ja, Beyond the Wall von System Matters. Einfach mal auf deren Seite gucken. Vielleicht steht es auch in der Beschreibung, mal gucken. System Matters. So, eure Top 3 PAP, also Pen and Paper, ja. Ich würde ja PNP, aber. Kult, Teil 1. Kult ist nicht für jeden was, aber. Das ist meine Top 1. Weil es einfach anders ist. Dread mit dem Würfelturm, also mit dem Jenga-Turm, da muss man dann Steine rausziehen und drücken. Ist halt auch sehr horrorlastig und man stirbt am Ende. Höchstwahrscheinlich. DSA nicht. DSA ist so eine Hassliebe. Das gehört nicht in. Wegen den Regeln gehört das einfach nicht in die Top 3. Dann sagen wir Beyond the Wall. Ja. Weil es einfach vieles, vieles kann. Es kann halt auch vieles nicht, aber es kann halt auch. Das, was ich dann auf einer Convention eben anbieten will. Also Nummer 1 Kult, Nummer 2 Dread, Nummer 3 Beyond the Wall. Thronspiele und das ist beides System Matters. Ich weiß nicht genau, wie und wo ich anfangen soll. Was sollte man beachten? Wie viel sollte man vorplanen? Wie viel improvisieren beim Schreiben einer Kampagne? Wie handelt ihr das? Ja, Wintersturm. Ich weiß nicht, was genau das war. Wintersturm Nummer 14 oder so. Ist verlinkt. Wir haben 1,5 Stunden über Kampagnen gesprochen, wie man sie anfängt, wie viel man improvisiert. Ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Aber das dann innerhalb von 2 Minuten zu beantworten, das würde dieser Frage nicht gerecht werden. Deswegen schaut und hört euch den Wintersturm an. Wirklich vorausplanen ist ja immer etwas schwierig. Spieler, die Angewohnheit besitzen, genau jene Gedankengänge zu haben, die man als Spieler überhaupt nicht gedacht hat, ist das manchmal frustrierend. Auch wenn man es schön findet, dass es solche Situationen gibt. Hashtag Explain the Dice. Nein, ich finde das überhaupt nicht frustrierend. Ich finde es interessant und bereichernd, wenn Spieler auf Ideen kommen, die ich nicht hatte. Und auch wenn sie mir den Plot zerstören. Können Sie mir den Plot überhaupt zerstören? Wenn ihr eigene Kampagnen schreibt, gerade zu Beginn und gerade wenn es Krimis sind oder ich habe mal diesen Film gesehen und ich will diesen Film nachspielen, aber die Charaktere arbeiten nicht so wie die Protagonisten im Film. Lass das einfach bleiben. Oder Romane. Ich habe mal diesen Roman gelesen und ich will diesen Roman nachspielen. Hört auf damit. Macht das nicht. Auch dazu Kampagnenplanung. Ja, Kampagnenplanung. Guckt euch mal auf meiner Seite um die Winterstürme. Da haben wir drüber gesprochen. Müsste eine der irgendwas in den 10 bis 20 Folgen müsste das dabei sein. Da haben wir auch mal das Improvisieren besprochen. Beziehungsweise, ja, Frust oder
Spielleiter Machtgefälle, irgendwie sowas. Ah, es steht unten in der Beschreibung. Klick den Link. So, ich bin wieder eine Zeile verrutscht. Würdet ihr, wenn es ein Horror-PNP sein soll, zuerst auf Call of Cthulhu zurückkommen? Ja. Call of Cthulhu ist ein gutes Grundregelwerk mit einem W100. Jeder weiß im Vorfeld des Wurfes, wie stark der Wurf ist. Man muss überhaupt nicht viel erklären. Ich würde auch empfehlen, in der Jetztzeit zu spielen. Also 2020, 21 würde ich vielleicht nicht tun. Aber 2010 oder sowas, 2010, 2000, da weiß man ungefähr, wie die Zeit so ist. Habe ich ein Handy in der Tasche? Habe ich irgendwie Telefonzellen? Ich muss es einfach nicht erklären. Wenn ich sage, okay, ich stehe jetzt in Berlin, dann muss ich nicht erklären, wie Berlin aussieht. Auch wenn ich nicht da war, aber jeder hat ein grobes Bild. Wenn ich jetzt sage, ihr steht in Gareth oder ihr steht in Neverwinter, dann muss ich das erstmal erklären. Wie sieht es denn da aus? Was sind denn da für Gebäude um dich herum? Wie riecht es denn? Was für Gerüche kommen denn da auf euch zu? Und wenn du in Berlin stehst, es riecht nach Autos, nach Straße, es ist laut, irgendwelche Leute, die rufen und brüllen. Das ist an der Stelle erstmal viel einfacher, sich in so ein Mindset zu begeben, in der echten Welt zu spielen, irgendwo in der Nauzeit und dann damit den Charakteren Horror zu erleben durch ungewöhnliche Situationen. Meinetwegen, ihr geht gerade über die Straße, habt euch in einem Café getroffen, weil ihr alte Freunde seid und nachdem ihr dann euch gerade trennen wolltet, könnt ihr sehen, wie vor euch aus einem der Fenster über euch eine Person auf den Gehweg platscht und jetzt beginnt der Plot. Weil der hatte irgendwie Probleme und ihr findet das Tagebuch und ihr redet dann mit der Polizei und er hatte irgendwas noch gemurmelt, wenn er da halb tot auf der Straße liegt, irgendwie sowas. Aber man muss ganz viele Sachen nicht beschreiben, wenn man Call of Cthulhu in der Nauzeit spielt. Loot-System. Gibt es nur ein Plus 1 oder wie? Oder wird das mehr individualisiert? Die Frage verstehe ich nicht ganz. Meinst du, ob es nur ein Schwert Plus 1 gibt und nicht nur ein Schwert Plus 2? Oder ob man das Schwert dann auch benennen kann? Also, dass man dann sich nicht den Schwert plus 1 ins Inventar schreibt, sondern das große Excalibur. Keine Ahnung, kommt doch das System an. Musst du die Frage vielleicht nochmal stellen? Fragezeichen? Loot-System, gibt es nur eine plus 1 oder wird das mehr individualisiert? Ja, kommt auf das System an. Von ja bis nein. Die Antwort kann ich da so gerade nicht geben. Die Spielleitergefahr, dass man denkt, man hat erst nach Jahren der Spielleitung richtig drauf und ist sich zu sicher oder neigt man zur Eigenüberschätzung. Ist das aber ist das eine sogenannte Gefahr? Ich glaube, dass man immer etwas dazulernen kann. Die Frage ist, wie lernst du? Wenn du natürlich abgeschottet in deiner Runde sitzt, seit 20 Jahren, immer mit den gleichen Leuten, dann hast du natürlich irgendwann das Gefühl, dass du ausgelernt hast. Aber in Zeiten von Internet, von anderen YouTubern, von anderen Spielrunden, von Meinungsblogs, von Foren, wo du auf viele, viele andere Menschen triffst mit vielen anderen Ideen, die müssen nicht alle richtig sein, beziehungsweise die müssen dir nicht gefallen. Aber man kann auch aus den Sachen, die vielleicht nicht richtig machen, oder aber die sie vorschlagen, kann man viele Dinge übernehmen. Dadurch noch besser werden. Ne? Geht auf eine Con, spielt bei anderen mit, spielleitet für andere und ihr werdet sehen, dass ihr immer etwas dazulernen könnt. Das mag eine Gefahr sein, auf mich trifft das aber nicht zu. Also ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß, dass ich immer etwas dazulernen kann, will und werde. Das ist auch so eine kleine Prinzipientreue von mir, dass ich lebenslanges Lernen pflege. Fällt euch oder seid ihr so in euren Kampagnen rein investiert, dass ihr teilweise in ruhigen Situationen nachdenkt und in denen ihr Ideen bekommt, was ihr als nächstes einbauen könntet? Ja. Also ich denke viel über die Kampagnen nach, jetzt gerade nicht, weil ich beruflich gerade
nicht Stress habe, aber viele neue Situationen habe, in die ich gerade über die Woche hin habe ich einfach einen anderen Input. Aber im Prinzip ja, ich denke auch normalerweise sonst in der Woche über an die Runde und überlege mir, was ich noch so machen könnte. Ja, definitiv. Also ich lebe das. Ich bin Nerd durch und durch und ich mache da nicht einfach nur irgendwie so einen Schalter an oder sowas. Ne? So kurz vor der Runde einen Schalter an. Okay, jetzt reden wir über Pen and Paper. Dann danach lege ich den Schalter wieder um und denke dann nicht dran. Also das schon ein Investment. Es sind noch ein paar Fragen. Guck gerade auf die Uhr. 30 Minuten. Mache an der Stelle mal einen Cut. Mach dann mal ein zweites Video. Wenn ihr Bock habt, sind noch ein paar Fragen. Und dann führen wir das Format weiter. Explain the Dice zusammen mit Prepare to Dice. Den YouTube-Kanal könnt ihr von denen auch nochmal abchecken. Dann sehen wir uns gleich, wenn ihr wollt, wieder in einem neuen Video. Oder auch nicht? Viel Spaß beim nächsten Mal. Ciao.